Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Wikitina mit einer weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sonic Amateurgames Expo 2022 Demo zu Dream Shock. Einen weiteren 2D-Plattformer inspiriert an Sonic. Mit auch einem sehr abstrakten Design hier, wie man sehen kann. Und die erste Stage soll Stick City sein. Und da merkt man schon. Yep. Oh! Was zum Heu... Alter Schwede. Es ist doch kein... Es ist doch eher ein normaler Plattformer. Ach doch, jetzt... Jetzt wird man richtig schnell hier. Oh ja! Mit Fullspeed hier, bam! Erledigt man die Gegner schneller. Oh! Das ist eine Fledermaus? Auf! Und da falle ich runter. Ich hätte da schon Luft einsetzen. Ja, aber woher soll ich das denn wissen, dass hier Abgrund ist? Schluss jetzt! Wird das auch Abgrund? Was? Ja, moin! Was soll das denn riechen? Muss man eigentlich doch recht vorsichtig vorangehen. Was ist mit dem? Ist das ein Kann ich gerade nicht erkennen, vor allem, weil leider Gottes der Bildschirm kleiner ist und den kann ich leider nicht vergrößern. Den habe ich halt nur extra für euch gestretched. So, jetzt Schluss mit euch. Power? Da sehe ich Inspiration an Advent Neon. An den künftigen Indie-Titel. Ah, shit. Come on. Jetzt! Genau das wollte ich doch erreichen. Aua! Ein bisschen Spark Direct die Chester-Anspielung. Scheint so. Oh. Da bin ich auch schon wieder gestorben. Alter! Ah! Come on! So, ich kann leben mehr, also aufpassen. Verdammter Spacko. Ah! Na toll. Nächste Treffer wieder und ich bin down oder was? Was zum. Muss ich den besiegen oder was? Warum stehen hier Felsen, die Felsen im Weg? Ich komme an denen nicht vorbei. Oh lol, ich kann den Dasher zweimal einsetzen? Oh nein, nicht schon wieder so einer. Den ignoriere ich mal gezielt, weil den kann ich nicht ohne Schaden besiegen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Sonst ist das... Kommt das Spiel schon ziemlich cool vor, aber wow. Die Gegner hier, die sind ein ernstes Problem für mich. Ich wünschte, ich könnte irgendwie eine Heilung bekommen dazwischen. Kommen wir da rein? Oh, was? Die Fledermaus verfolgt mich bis hierhin? No! Verpiesel dich! Oh no! Noch mehr Ballermänner. Ah, scheiße! Game over. Holy shit. Also das Spiel ist deutlich heftiger als erwartet. Interact, also mit Y hätte ich vielleicht etwas untersuchen können. Oh, come on, immer feste Druff hier. So, weg mit dir.
viel hat Schaden genommen. Ich hab's gemerkt. Wie oft da diese Ballermänner lästig sind hier. Ja, super. Ich versuche immer den Rhythmus auszuweichen. Das ist richtig, der schießt jetzt die ganze Zeit auf die andere Seite, oder was? Und da kann man auch hoch. Shit, ey. Damit kann ich nicht interagieren. Boah, die Typen sind einfach nur lästig. Mann, wie viele noch? Scheiße! Okay, das Spiel ist brutal. Und frustrierend. Was hab ich denn da eingesammelt? Irgendwas halt. Aber versteht. Ah, das ist eine Schlüsselkarte, die ich gesammelt habe. Okay. Ah, going after them alone, but they never been outside before. Ach so, da ist jemand, mit dem wir reden können. Warum hängt der oder ist das eine Sie, ja? Warum hängt die da an der Laterne dran? Ich schätze mal, das ist noch was Unfertiges hier. Wo noch gearbeitet wird. Oh ja, im richtigen Moment ausweichen. Gibt noch so ein... Okay, man kann sie besiegen, aber es ist schwierig. Aber deutlichst. Feuerlöscher haben wir hier. Oh, da kann man sie richtig schnell besiegen, wenn man gut ausweicht. Oh, das ist noch eine Karte. Welche Fledermaus? Das ist die... Verpissel dich... Nein! Scheiße. Der nächste Treffer und ich bin wieder tot. Da gibt es gleich zwei Karten. Gibt es gleich zwei Türen zum Öffnen oder was? Und ja, ein Ballermann ist wieder im Hintergrund, der nur darauf wartet, bis dass ich hier komme. Heilige Scheiße. Nächster Treffer also und ich bin wieder tot. Die Ledermaus konnte ich wenigstens abwehren. Ja, erwischt. Ich brauche drei? Na toll, ich muss also eine dritte Schlüsselkarte finden. Finde ich denn die letzte? Ah, hier. Okay. Passt. Ich schaffe es jetzt mal hier komplett durch. Zusammen bewegt sich die Plattform. Tschüss. Wo kriege ich denn bloß mal Heilung her? Die könnte ich jetzt echt gebrauchen hier. So viele alternative Wege. Oh, speed up, was? Wird schneller? Oh, shit. Oh, geil, yes. Nein. Oh. Erwischte mich der Spacko. So, come on. Diese Ballermänner sind echte Härte. Es sind so viele von denen. Ah, jetzt schwimmt eine Fledermaus auch noch. Scheiße. Jetzt wird die Musik... Anders, was ist da los? Ziel! Nein, ein Boss, was? Jetzt?
Oh. Okay, es war's. Ich hab's geschafft. Ich hab den Level durchgeschafft. Aber wo? Das war heftig. Da braucht es wirklich sau extremes Timing bei diesem Spiel. Oh Mann, also ich glaube, ich möchte da nicht so schnell zurückkehren, aber mal sehen, wie das noch wird. Was ist eure Meinung? Ab damit in die Kommis. Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung und ja, an sich gefiel es mir schon, aber es war schon recht heftig. Aber gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Sonic Amateur Games Expo 2022 Demo. Weiter ein bisschen was mit meinen anderen Videos und auf Wiedersehen und tschüssi und Leutchen!